Nun, gutes Zeichen. Lassen Sie uns starten. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen zu Rolfing redet an diesem Mittwochabend. Mein Name ist genau der Marc Rolfing, der da draufsteht. Und wir haben uns heute mal ein etwas anderes, aber durchaus passendes Thema vorgenommen. Erstmal begrüße ich auch diejenigen, die nicht live vor Ort sind, sondern nur zugeschaltet. Ja, nur fair. Netterweise sehe ich von den Leuten hier vor Ort ungefähr genauso wenig wie von den Zugeschalteten, schon wegen der Masken. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Das Thema heute, Everything at Zuhause, hängt natürlich damit zusammen. Ich verspreche nichtsdestotrotz, dass wir nicht die ganze Zeit über Pandemie und solche Dinge reden. Wird es natürlich betreffen, aber insgesamt möchte ich schon ein bisschen weiter ausholen, was denn dieses ganze Thema für uns bedeutet, dass jetzt im Zuge von Covid-19 immer mehr sich nach zu Hause verlagert. Aber ich möchte auch tatsächlich mal schauen, sind das denn wirklich Neuigkeiten? Ist das denn so eine neue Situation? War das vollkommen unerwartet oder ist das eigentlich angekündigt? Aber natürlich möchte ich wie immer so ganz allgemein starten und immer die Frage stellen, ist es denn jetzt wirklich so, dass sich alles nach Hause verlagert? Und ja, das kann man ziemlich gut darstellen. Ich habe da die tollsten Grafiken gefunden, aber die vielleicht sichtbarste, die am deutlichsten zeigt, was mit uns allen passiert ist, ist eigentlich diese hier. Das sind nämlich die Fluggastkilometer im letzten Jahr. Und ich hätte ganz viele andere Grafiken natürlich nehmen können darüber, was Leute noch tun und nicht tun. Aber das ist so ein bisschen so perfekt für die aktuelle Zeit. Sieht man hier, bis Anfang 2020 sind die Fluggastzahlen immer noch permanent jedes Jahr gestiegen. Also eine Airline zu haben, war ein super Geschäft, immer schon. Klar gab es saisonale Schwankungen, in der Sommerzeit ein bisschen mehr, im Winter ein bisschen weniger, aber insgesamt für die Airlines ging es bergauf. Leute reisen halt viel. Niemand ist gern zu Hause, anscheinend. Und naja, dann ist halt das passiert im Frühjahr 2020. Und die spannende Frage ist jetzt, wenn Leute zu Hause bleiben, was heißt denn das für die Zukunft? Wie müssen wir uns umstellen? Und dafür ist natürlich die spannendste Frage, gehen die Zahlen hinterher wieder hoch? Also ist das jetzt ein Einbruch an Flugkilometern? Das sind ja wenig RPKs, musste ich nachschlagen, Revenue Passenger Kilometers. Also wie viele bezahlte Flugmeilen werden jeden Monat verkauft? Und das ist das hier. Und das sind in beiden Fällen, das waren fast 800 Milliarden Flugmeilen jeden Monat. Schon beeindruckend. Ist dann ein bisschen weniger geworden. Und dann stellt sich eben die Frage, was passiert jetzt? Und die stellt sich eigentlich jeder. Man hört es jetzt auch permanent im Fernsehen und denkt, was macht denn die Wirtschaft, was macht die Konjunktur? Geht das wieder hoch? Wie lange dauert das? All diese Sachen. Das heißt, alle Welt fragt sich, wie wird die Zukunft aussehen? Kriegen wir das hier? Wir haben das schon mal gehört. Kriegen wir ein V? Haben wir jetzt einen Absturz und dann geht es aber sofort wieder hoch. Das wünscht sich jeder. Yippie, nach kurzer Zeit geht es einfach weiter. Vielleicht wird das ja so. Vielleicht wird es aber auch ein U mit einer längeren Talsohle. Wir müssen leider durch eine längere Talsohle gehen, bis es wieder bergauf geht. Wäre auch ein denkbares Szenario, auf das man, wo man gerne mal von liest. Oder wird es eventuell ein W? Ich komme ein bisschen vor mit der Sesamstraße, tut mir leid. Man sagt, ja, es geht halt erstmal bergauf, aber dann wieder bergab. Jetzt Stichwort zweite Welle und so. Und dann haben wir erst nach einem gewissen Hin und Her den alten Stand wieder erreicht. Auch denkbar. Oder wird es vielleicht, Gott bewahre, ein L. Sprich, bricht ein und bleibt unten. Schlimme Sache. Ich glaube, nichts davon wird passieren. Ich glaube, was passieren wird, was wir bekommen, und das kann man jetzt schon sehen, und das ist genau unser Thema heute, weil das trifft, also, was wir kriegen, ist ein K.
Sprich, was passieren wird ist, es wird Branchen, Menschen, Situationen geben, sagen, alles super, für mich geht es wieder bergauf. Aber es wird auch eine ganze Reihe von Dingen geben, für die geht es weiterhin bergab. Und eine solche Spaltung, die ist natürlich durchaus spannend. Und wie geht man denn damit um? Wie weit darf da was auseinanderdriften? Was das Zuhausebleiben angeht, wer kann sich denn leisten, zu Hause zu bleiben? Das sind ja alles Aspekte, die das betreffen hier. Deswegen ist das K für uns, oder für, nach meinem Dafürhalten, das wahrscheinlich aus jetzt schon zu sehen. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Firmen und Dingen, die sagen, alles super, bei uns läuft's gut. Damit meine ich jetzt nicht nur Amazon, die sich dumm und dämlich verdienen, weil sie zu Hause shoppen, sondern auch ganz viele andere Branchen, die sagen, das ist alles kein Problem, wir kriegen das hin. Geht wieder bergauf, ist jetzt schon zu sehen. Aber es gibt auch die Veranstaltungsbranche oder gebeutelte Homeoffice-Menschen, die sagen, ich kann eigentlich nicht von zu Hause arbeiten und ich habe Kinder zu Hause, die im Weg sind. Also dieses K, diese Trennung von denen, die mit der Situation gut klarkommen und denen, die nicht klarkommen, das ist für uns das jetzt Interessante. Und deswegen, und dann soll auch der Alphabet-Teil abgeschlossen sein, die ganze Situation jetzt ist nicht einfach irgendein K, sondern das ist ein Katalysator. Das, was wir jetzt sehen, ist nämlich nicht unerwartet. Dieses Menschen bleiben zu Hause, Menschen sind im Homeoffice. Dinge werden plötzlich von zu Hause gemacht, die man vorher unterwegs machen musste oder konnte. Das ist nicht vollkommen unerwartet. Das ist nicht über Nacht gekommen und völlig unerwartet. Und man sagt, es konnte niemand absehen, sondern das sind allesamt Trends, die vorher schon da waren, werden wir in ganz vielen Stellen heute sehen. Und diese Trends sind durch Covid-19 beschleunigt und sichtbar gemacht worden, aber die hätten uns ohnehin bevorgestanden. Und ja, wir hätten uns auch darauf schon vorbereiten können. Nun sind Menschen überhaupt nicht gut darin, sich auf Dinge vorzubereiten. Und deswegen tun es also überrascht. Aber eigentlich ist das, was wir hier sehen, schon möglich gewesen, hätte schon sein können. Und das soll heute Abend großes Thema sein, mal zu sehen, diese Auswirkungen, wo sind die darin bedingt, dass man nötige Vorbereitung vielleicht unterlassen hat. Und da ist definitiv das sichtbarste Beispiel das ganze Thema Schule. Denn wir haben ja nicht nur Homeoffice, wir haben ja auch Homeschooling plötzlich bekommen. Alle Welt musste zu Hause bleiben. Schüler durften nicht zur Schule. Das soll jetzt beim zweiten Mal unbedingt verhindert werden, was ich für sehr sinnvoll halte, weil Schule eben weitaus mehr ist als nur Unterricht. Selbst Schüler möchten in die Schule zurück, das heißt schon was heutzutage. Und deswegen muss man wirklich mal schauen, das mache ich jetzt im Sitzen, was ist denn beim Thema Schule und Unterricht Wichtiges passiert? Denn als das Ganze losging, als plötzlich alle von zu Hause alles machen mussten, da hieß das ja an vielen Stellen, naja, wir schicken halt Aufgaben rum. Deutsche Schulen konnten ja nichts anderes. Das ging ja manchmal sogar so, dass jemand sagte, wir können auch keine E-Mails verschicken, weil die Kollegen haben keinen Computer. Okay, das lassen wir mal so stehen, aber ist leider auch passiert. Aber eigentlich haben alle gedacht, wir schicken den Kindern einfach Aufgaben. Homeschooling heißt einfach, arbeitet eben von zu Hause. Wir schicken euch die Arbeit dazu und jeder macht so, wie er kann. Und was man jetzt hier zum Beispiel sieht, das ist jetzt das Beispiel aus Bayern. Bayern hat dann zum Beispiel ein eigenes System dafür, MEBIS. Und sagen, wir haben, unsere bayerischen Schulen können das benutzen. Und dann sagt natürlich, NRW sagt dann, nee, wir können doch kein bayerisches System benutzen, wir haben was Eigenes. Wir haben Logineo. Und das ist exakt das, was ich eben sagte. Logineo ist seit Jahren in der Entwicklung, hat nie richtig funktioniert. Jetzt muss es plötzlich eingesetzt werden, weil jetzt ist es ja plötzlich dringend. Hätte man seit Jahren in Ordnung bringen können, geht aber nicht. Und das hat ganz oft dazu geführt, und dann sind wir wieder bei dem Thema mit dem K, nicht jedes Bundesland, nicht jede Schule hat Zugriff auf Logineo oder ein vergleichbares System.
wie wäre es denn, wenn wir was in der freien Wirtschaft kaufen würden? Gibt doch genügend Varianten. Vor allem, weil die Dinge, die man woanders kaufen kann, die sind weitaus leistungsfähiger. Man könnte ja zum Beispiel, und viele haben das dann gesagt, na gut, dann übernehmen wir, weil wir gemerkt haben, nur Aufgaben rumschicken ist halt zu wenig. Schule bedeutet ja auch, dass man gemeinsam lernt, soziales Lernen, dass man direkt Rückmeldungen bekommt, nicht sagt, ich habe hier die Arbeitsblätter zurückgeschickt und nach 4 Wochen kriege ich immer noch keine Nachricht von der Lehrerin. Nein, Schule ist ja eigentlich, gemeinsam an irgendwas zu arbeiten. Und das geht natürlich mit diesen langweiligen Lernsystemen sowieso nicht. Lass uns doch was benutzen. Ups, nicht wichtig, das war unten hängen, man kann mich noch hören. Man kann ja noch, wenn das noch verwenden hier, lass uns mal was anderes benutzen. Wir nehmen einfach mal Microsoft Teams. Nur als ein Beispiel. Und das ist dann so ein System, was viel, viel mehr kann, wo ich dann sage, ich kann mir die Personen mit Videokonferenz vor mich setzen. Es gibt technische Lösungen, um Sachen abzubilden. Das ist ja genau der Punkt, dass man sagt, in einer Phase wie dieser können wir Lösungen finden, um Dinge, die jetzt nicht mehr in Persona möglich sind, abzubilden. Und deswegen ist ja technisch gerade so spannend. Und dann wäre eben eine Technik, sagen, man nimmt Microsoft Teams, das funktioniert, kann man machen. Wäre so eine Idee gewesen. Und dann passierte leider genau das, dass der typische Deutsche sagte, ja, das ist ja alles sehr schön, dass man das nutzen kann. Aber was ist denn mit dem Datenschutz? Und dann haben wir das klassische, leider immer wieder häufig, mein Lieblingsthema, ich weiß, ich will noch nicht drauf rumreiten, dass man in Deutschland gerne sagt, Datenschutz hat die höchste Priorität und ohne Datenschutz ist überhaupt gar nichts erlaubt. Und das führt eben dazu, wenn man hier sagt, ja, aber so eine Microsoft-Lösung, die können wir nicht verwenden. Theoretisch ginge das zwar, aber praktisch ist uns Datenschutz wichtiger als Bildung der Kinder. Muss man mal drastisch so formulieren. Und das hat dann zu solchen Auswüchsen geführt, beispielsweise jetzt, ich wohne in Bielefeld und in Bielefeld, als das Ganze anfing im März, hat Bielefeld tatsächlich entschieden, okay, wir schaffen Teams für alle Schüler an, beziehungsweise Microsoft sagt ja auch, Teams ist kostenfrei nutzbar für Bildungseinrichtungen. Ja, mir ist klar, die machen das nicht aus purer Menschenliebe, die wollen natürlich weitere Kunden ranziehen, bin ja nicht blöd. Aber zumindest wäre die Möglichkeit zunächst mal für eine Übergangsphase da gewesen. Und Bielefeld hat gesagt, machen wir. Wir bieten das an. Unsere Schulen bekommen allesamt Teams installiert. Könnt ihr nutzen, könnt ihr im Lockdown, oder wie man es nennen möchte, vernünftig weiterarbeiten. Das ist dabei ja passiert. Bielefeld hat das gemacht. Gütersloh hat das auch gemacht, als Nachbargemeinde, die ja mit Tönnies noch ganz andere Probleme hatten. Und da ist dann das passiert. Ein Datenschützer gesagt hat, nee, das ist also voll nicht erlaubt. Ihr dürft nicht weiterarbeiten, ihr dürft keinen Unterricht machen über Teams, denn das ist datenschutzrechtlich nicht drin. Dann lieber gar keinen Unterricht, als dass ihr das macht. Und dann haben wir die typischen Probleme, man eben sagt, wir setzen hier die falschen Prioritäten und dass diese Transition, die es ja bräuchte, um zu Hause lernen zu können, die erschweren wir unnötig, weil wir die Priorität Datenschutz so hoch hängen. Und das ist ja auch etwas, was auch derzeit beim Thema Gesundheitsämter, was dürfen die sehen, eine sehr schwierige Sache ist. Sollen wir nicht zu sehr einsteigen. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Und jetzt wird klar, die Leute, die die technischen Möglichkeiten zu Hause haben, die können vernünftig weiterhin arbeiten. Wer das nicht hat, hat das nicht. Also deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Und es gäbe natürlich Lösungen, das hinzubekommen. Wo wir hinkommen müssen, und was andere Länder schon haben, wäre eben sowas hier. Es gibt Systeme wie Wilma. Wilma ist ein komplettes System, um von zu Hause Unterricht zu machen. Kann man benutzen, ist super. Es gibt nur einen Haken. Wilma sieht nicht wirklich so aus. Wilma sieht in echt natürlich so aus. Es ist ein finnisches System. Die können das komischerweise. Das heißt, in Finnland hat jeder Schüler, jeder Lehrer, jede Schule Zugang zu Wilma und kann dort halt arbeiten. Das ist datenschutzrechtlich perfekt gemacht. Da kann man sicher sein, die Daten kann niemand sehen, der sie nicht sehen darf.
Aber sowas bekommt man in Deutschland leider nicht auf die Reihe. Und dann fangen die Probleme an der Stelle an. Also das wäre jetzt sozusagen der eine Punkt, dass man hier merkt, Dinge kann ich nicht einfach so eins zu eins nach Hause verlagern. Ich kann nicht sagen, macht weiter wie bisher, nur von zu Hause. Dafür braucht es die entsprechenden Techniken und so weiter und so weiter. Und da hapert es eben dran. Und hier fällt das besonders auf. Und das heißt jetzt nicht, dass andere Länder da besser dran wären. Also, das würde ich niemals behaupten. Jetzt mal so ein trauriges, wie dieses hier sieht, das ist es in den USA. Die ja in jeder Hinsicht gebeutelt sind, das wissen wir auch, in den USA sieht man halt dann gerne mal Schüler, die mit irgendeinem Gerät vor Taco Bell sitzen und da WLAN abgreifen, weil sie zu Hause nichts haben. Also sie machen ihre Hausaufgaben halt in einem freien WLAN, weil es das nicht gibt. Das ist ja genau der Punkt. Man sagt, selbst wenn man den Schülern, wenn man sagt, ihr bekommt Geräte und ihr könnt eure eigenen Geräte benutzen, das bringt ja nichts, wenn ich kein Netz habe. Oder, Stichwort zu Hause, wenn ich nur ein oder gar kein Kinderzimmer habe oder keinen Schreibtisch. Also all diese Voraussetzungen sind ja nicht gegeben. Entsprechend fällt dir das mit dem K absolut extrem. Leute, denen es gut geht, die sind auf dem aufsteigenden Ast, die können das umsetzen. Die Leute, die entsprechend Schwierigkeiten haben, wirtschaftlich, für die wird es noch schwieriger. Und die müssen sich dann halt vor ein Schnellrestaurant setzen, um noch Netzwerk zu bekommen. Und dieser Punkt, der wird jetzt langsam angegangen. Das ist genau der Katalysatoreffekt. Endlich ist es jetzt so weit, dass Deutschland sagt, okay, wir tun jetzt was. Es gibt jetzt den Digitalpakt und solche Dinge, Digitalpakt Schule, wir machen jetzt was. Das hat nur leider, und das ist natürlich wieder sehr typisch, das hört sich immer gut an, wir zahlen so und so viel Geld, oder aber, auch das hat man ja gehört, die Telekom, ich werde es mitbekommen, die Telekom hat gesagt, wir verteilen jetzt Netz. Jede Schule, jeder Schüler, der keinen Zugang hat, der bekommt von uns einen Netzzugang. Das klingt natürlich super. Wir schließen den Digital Divide. Jeder Schüler kann über seine Schule eine SIM-Karte bekommen und kann damit ab sofort die Schularbeiten vernünftig machen, damit er eben nicht sich auf einen Parkplatz setzen muss. Wie sieht das Ganze aus? Habe ich mal nachgeschaut. Ist wieder eingeschlafen. Genau, Bildungsflatrate für Schüler. Klingt großartig. Aber wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man da, naja, die Flatrate, die kostet natürlich pro SIM-Karte schon mal 10 Euro pro Monat. Spätestens dann sagt der Finne auch, 10 Euro für Internet pro Monat, seid ihr wahnsinnig? Für das Geld kriege ich in Finnland keine Ahnung was, jedenfalls mehr als hier. Und, Stichwort K, wenn ich das jetzt hier mache, ich ziehe es mal doch gerade hoch, bevor ich mich komplett umbringe. Stichwort das K, wenn jetzt jemand sagt, ich bekomme die Bildungsflatrate von der Telekom für mich, ich bin benachteiligter Schüler, ich habe kein Netz zu Hause, ich hätte gerne die Bildungsflatrate, dann bekomme ich eine SIM-Karte von der Telekom über meine Schule, aber diese Bildungsflatrate, die ist eingeschränkt. Sprich, da darf ich nicht alle Sachen mitmachen. Bestimmte Seiten darf ich nicht besuchen. Und Netflix gucken geht schon mal gar nicht. Gut, jetzt könnten Sie sagen, ihr sollt doch arbeiten, ihr Schüler. Aber ich kann Ihnen versichern, sobald man anfängt, irgendwelche Dinge einzuschränken, man immer interessante Nebeneffekte. War gerade eine ähnliche Geschichte. Eine Paläontologie-Konferenz wollte sich online treffen und die reden natürlich, wie man sich denken kann, über Bones im Englischen, weil die graben ja Dinos aus. Und die stellten dann fest, die konnten sich dann nicht über Bones unterhalten, denn Bones und Ähnliches heißt im Amerikanischen auch gerne Vögeln, so to bone someone. Und deswegen wurde alles gesperrt. Das heißt, sie wollten über Dinos reden und der Provider sagte, nee, das ist voll vulgär, was ihr da macht, dürft ihr nicht. Und genau das wird hier auch passieren. Dann will ich über irgendwas recherchieren und aus irgendeinem Grunde ist der Begriff dann leider, wenn ich sage, ich muss über das Thema Brust recherchieren,
Und dann sagt der Provider, nee, das ist ja voll widerlich. Brüste, das mögen wir nicht, ein gesperrtes Wort. Also wir bekommen ein Zwei-Klassen-Internet in dem Moment. Und dann ist halt mit dem Zuhause-Arbeiten ebenfalls. Das heißt, das K kommt auch hier voll zum Tragen. Und ganz nebenbei, immer. Gerne rein damit. Ich wiederhole es nur kurz für die Leute von außen. Ja, um das, ich fasse noch mal kurz zusammen. Mein Ruf eilt mir sonst voraus. Nee, das glaube ich nicht. Ja, genau. Ich will nicht böse unterbrechen, nur ich würde nicht vergessen, halt die anderen hören das sonst nicht, die von außen. Nur mal kurz zusammengefasst, wenn Sie sagen, ist das überhaupt wirklich so schlimm oder klingt das nur so? Beziehungsweise sowas mit Zensur oder Schulbücher, die nicht alles zeigen, die gab es ja früher auch schon und überhaupt einem geschenkten Gaul schaut man ja auch nicht ins Maul. Das klingt da so ein bisschen mit durch. Da würde ich tatsächlich sagen, wenn ich mündige Bürger ran will, muss ich dann schon ihnen alles machen lassen. Es geht einfach, wenn hier zu viel verloren geht, glaube ich, das ist ja nicht so, das ist ja nicht wie ein Schulbuch und sagt, das ist für alle so, sondern wenn eben eine bestimmte Gruppe von Leuten sagt, ihr seid uns nicht mehr wert, ihr kriegt nur den reduzierten Teil. Ich glaube, das ist das Gefährliche an der Sache. Ob man jetzt sich darüber streiten kann, welche Reduktion man vielleicht vornimmt, aus pädagogischen Gründen oder warum auch immer, das ist ein anderes Thema. Aber einfach zu sagen, es gibt Leute, die haben den vollen Zugang, weil sie das Glück haben, genug Geld zu haben. Und es gibt die, die nur den reduzierten Zugang haben. Ich glaube, dann schaffen wir etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen, nämlich eine Trennung von Haves und Have-Nots. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Welche Lösung, und man sagt, darf ich da überhaupt irgendwas zensieren oder sowas, das, denke ich, ist eine andere Frage. Da kann man durchaus geteilter Meinung sein. Aber ich glaube, niemand kann ernsthaft wollen, dass man sagt, wir haben getrennte Varianten und führen das dann so weiter. Und welche Chancen daraus resultieren oder nicht resultieren, ist dann euer Problem. Ihr hättet ja mehr Geld haben können als Kinder, um es mal drastisch zu sagen. Das ist, glaube ich, hier der Punkt, den ich machen möchte. Und es geht ja noch weiter. Die Telekom ist ja insofern ganz ehrlich, die sagen, alles gut, wir schenken euch oder wir geben euch für nur 10 Euro, bekommt ihr von uns eine SIM-Karte. Ach ja, ganz nebenbei, die Schule braucht ein EMM dafür. Was? Ich musste selber nachschlagen, was das ist. Das ist ein Enterprise Mobility Management. Verkauft die Telekom Ihnen gerne. Also ein System, mit dem ich Endgeräte und SIM-Karten verwalten kann. Das wird vorausgesetzt. Also das ist eine ziemliche Mogelpackung hier. Vor allem, wenn man sich überlegt, mit welchem Anspruch das gestartet ist. Nämlich zu sagen, wir helfen jetzt im Zuge des Digitalpakts. Ihr sorgt für die Geräte. Wir, die Telekom, sorgen für den Zugang und Netz. Und jetzt heißt es, nee, ihr braucht erstmal ein paar tausend Euro für das EMM und 10 Euro pro Person und so weiter. Und dann merkt man eben, wie schwierig das ist. Aber natürlich ist das ganze Thema Schule eben nur ein kleines hiervon. Letztendlich, und dann sind wir wieder zurück bei unseren Sachen, ist das hier das erste Zeichen
und also eines der vielen Zeichen. Ich wiederhole es aber gleich nochmal, das kriegen wir hin. Danke für den Hinweis, das machen wir. Genau. Genau. Naja, die Maske ist halt Bedingung, das ist ein anderes Thema. Ich fasse es nochmal zusammen tatsächlich. Ich habe, so haben Sie das sicherlich gehört, ich habe das sicherlich überspitzt formuliert und ob das Aufgabe der Telekom als letztendlich ein Privatunternehmen ist, das zu machen, ist eine ganz andere Frage. Ich stimme Ihnen völlig zu. Es wäre eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich hätte auch, wenn man sagen würde, es wird genug Geld ausgegeben, lass uns doch mal ein paar Milliarden ausgeben für das hier. Das muss meinetwegen nicht die Telekom machen. Deswegen ist es jetzt gemein, wenn ich jetzt auf die Telekom rumreite. Das ziehe ich hiermit zurück. Aber das Prinzip, da bleibe ich dabei und sage eben, wir müssen uns überlegen als Gesellschaft, wie wir damit umgehen, dass man da diese heute so wichtigen Zugang zu Informationen, zum Internet, zu all diesen Dingen, wie man den gleichmäßig gewährleistet. Ich glaube, wir können es nur so zusammenfassen, ist es, glaube ich, etwas weniger kontrovers, denn das wird dann immer schwieriger. Worauf das nämlich hinausläuft, ist jetzt hier, und das werden wir an ganz vielen Stellen auch noch sehen heute Abend, ist natürlich das hier, wenn er hier aufgewacht ist. Sie in Paderborn, Sie wissen alle, was das ist. Genau. Der Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird noch das Weniger auch noch genommen. Und genau das passiert ja hier. Wer Netzzugang und solche Sachen schon hat, der kann auch im Homeschooling wunderbar weitermachen. Wer das nicht hat, ja, dann halt nicht. Dann wirst du es immer schwerer haben im Leben. Und ich will das jetzt gar nicht übertrieben formulieren und so weiter. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt verstärkt merken im Zuge dieser Situation, dass Sachen, die früher vielleicht übergebügelt werden konnten, die werden jetzt, Stichwort Katalysator, sehr stark herausgestellt. Und da ist ja das Schulsystem, ich habe es deswegen an den Anfang gestellt, sicherlich der extremste Fall. Aber dieses zu Hause bleiben, um mal zurückzukommen. Was heißt denn das, wenn alle Welt alles von zu Hause macht? Und anscheinend wird das ja wieder mehr werden in den nächsten Wochen. Das betrifft ja nicht nur die Schule. Die sollen ja offen bleiben, was ich für eine sehr gute Sache halte. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Teile des öffentlichen Lebens, die anders werden müssen oder zumindest anders werden aufgrund der Sache. Ein anderer Punkt wäre dabei ja die Universitäten. Was ist denn an den Unis? Und da habe ich jetzt mal den aktuellen Stand, den vor zwei Tagen aktuellen Stand, der kann ich wieder anders sein, der Uni Paderborn genommen, wo man gesagt hat, wir haben jetzt eine Mischung aus Präsenz und digital. Und das ist vielleicht ein interessanter Ansatz zu sagen, natürlich geht es nicht darum, sagen, ab sofort ist alles digital. Immer dieses Absolute, ist ja sowieso fragwürdig, aber die Uni Paderborn und viele, viele andere Universitäten in Deutschland sagen eben auch, wir versuchen das in Zukunft hybrid hinzubekommen. Wir haben einen Teil Dinge, die sind einfach weiterhin vor Ort. Dazu gehört vor allem der soziale Teil. Ist ja klar, das sind das Erwachsene an der Uni, aber nichtsdestotrotz, sowas wie Erstsemestereinführung, solche Dinge, Orientierungsphasen, das Kennenlernen des Unibetriebes, aber auch das Kennenlernen von Kommilitonen,
Freundschaften, die man da ja für später auch schließt, mit sowas weiter möglich ist. Die Erstsemester, die Neuen, die dürfen gerne zur Uni kommen. Da ist genügend Platz dafür da, um die hier aufzunehmen. Aber höhere Semester, da gibt es digitale Lehre. Das kann dann sowohl bedeuten Live-Veranstaltungen über das Netz, wie auch Materialien, die verteilt werden. Und das wird hier die Zukunft darstellen. Und das wäre ja auch für die Schule ein interessanter, gangbarer Weg zu sagen, man teilt das irgendwie. Manche Dinge kann man per digital machen, kann man per Aufgabenverteilung machen, aber alle sozialen Aspekte, die ja je jünger das Kind, desto wichtiger tatsächlich sind, die macht man in der realen Form. Und interessanterweise bekommen das die Schulen noch nicht so richtig gut hin. Im Arbeitsleben wird das eine ganze Ecke einfacher tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt die Schulen ein bisschen gesehen, wo ich dann sehr polemisiert habe. Wir haben die Uni gesehen. Oder was die meisten, wenn ich mal in die Runde gucke, die sind alle, niemand ist mehr in der Schule, habe ich das Gefühl. Vielleicht als Lehrer, ich kann ihn nicht sehen von hier unten. Studenten, vielleicht, mit ein bisschen guten Willen, könnten auch Studenten dabei sein. Aber die meisten betrifft die Aktivität vor allem im Arbeitsleben. Was passiert mit dem Arbeitsleben? Und da ist etwas, das sind einige sehr interessante Dinge. Denn während halt Schule und Uni, das klingt immer sehr negativ, wenn das vielleicht gar nicht soll, das Arbeitsleben macht derzeit die spannendste Wandlung durch. Und diese Wandlung bedeutet, dass wir wegkommen von dem jahrelang Bepredigten von der Work-Life-Balance. Diesem, wie kann ich denn meine Arbeit, meine Freizeit vernünftig, damit ich mit beides sein Recht und ich meine Freizeit wunderbar genießen kann. Das tritt in den Hintergrund und wird zunehmend ersetzt von einer Work-Life-Integration. Einfach weil ich, und das ist eine ganz klare Folge der aktuellen Situation, ich kann Arbeit und Leben gar nicht mehr so richtig trennen. Vieles hat sich ins Homeoffice verlagert, weil es nicht anders ging. Und deswegen ist diese Trennung, die man früher ganz stark hatte, wo es ja früher sogar hieß, selbst wenn Sie im Homeoffice sind, lassen Sie niemanden merken, dass Sie im Homeoffice sind. Das ist voll unprofessionell. Also wenn man telefoniert, auf jeden Fall alle Klappe halten, bei Videotelefonie einen ordentlichen Hintergrund. Niemand darf merken, dass sie zu Hause sind und nicht im Büro. Echte Arbeit findet im Büro statt. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Und das kann dann tatsächlich auch solche Auswüchse annehmen. Jetzt hört man gerade nichts. Das hier ist der BBC-Korrespondent bei einem Live-Interview. Und er hat anscheinend zwei Kinder. Ah ja, und eine Frau. Und das Ganze, der Ton ist sogar vollkommen egal letztendlich, weil er spricht sowieso Englisch und redet über die China-Beziehung. Also. Aber das ist ein sehr interessantes, wir amüsieren uns jetzt, aber natürlich ist das für diesen armen Menschen, Robert E. Kelly, hochnotpeinlich. Und das ist deswegen, man sieht mal, wie er reagiert. Er gibt sich wirklich Mühe, seine Kinder wegzuschieben. Und das ist übrigens seine Frau, nicht seine Nanny. Das Netz hat sich echt lange Zeit überlegt, ist das die Nanny? Ist das seine Ehefrau? Hat man lange halt überlegt, ist denn das oder darf denn das? Ist das? Und das ist genau der Punkt. Wir haben jetzt gemerkt, natürlich findet Arbeit von zu Hause statt. Es ist völlig legitim, von zu Hause zu arbeiten. Das ist ja gerade in Deutschland lange sehr verpönt gewesen. Mittlerweile hat sich das als normal herausgestellt. Und das führt eben auch, das soll auch dazu führen, dass man das auch nicht mehr so strikt trennt, sondern sagt, wenn das jemand mitbekommt, oder beziehungsweise ganz anders, in den letzten halben Jahr hat man ständig das Privatleben von Leuten mitbekommen. Weil ich eben auf Videokonferenzen die tollsten
oder die schlimmsten Schrankwände gesehen habe und Haustiere, die vorbeilaufen und anderes. Und deswegen diese Tatsache, dass das Leben und die Arbeit nicht so direkt zwangsläufig getrennt sein müssen, ist sicherlich eine interessante Folge der aktuellen Situation. Und darauf muss natürlich auch irgendwie reagiert werden, in verschiedensten Hinsichten. Man sagt, wie kann man das in der Zukunft noch besser hinbekommen? Wir sind alle da reingeworfen worden in Situationen. Wie können wir in Zukunft das denn verbessern, dass man das Homeoffice, das ja für viele Leute immer spannender wird, nächsten Tage wahrscheinlich sowieso, wie kann man das noch ein bisschen besser hinbekommen? Und dann gibt es die verschiedensten Ansätze, die man auf Anhieb vielleicht gar nicht so erkennt. Zum einen zum Beispiel, gibt es schon ganz lange, habe ich aber auch vorher nicht gesehen, kann man bei ganz vielen Kalendern sowas sagen wie, ich hätte gerne schnelle Besprechungen. Wo man dann sagt, na klar, das ist wieder typisch amerikanisch, muss alles noch schneller gehen. Ist aber nur eine doofe Übersetzung. Schnelle Besprechung heißt schlichtweg, Besprechungen werden automatisch kürzer terminiert, damit ich einfach Zeit habe, zwischendurch noch mal ein bisschen mit den Leuten privat zu schnacken. Sowas beispielsweise. Dass man eben sagt, ich takte meinen Arbeitstag nicht so, dass ich da Meeting an Meeting habe, sondern wenn mein einziger sozialer Kontakt über den Bildschirm stattfindet, weil jeder im Homeoffice ist, dann muss ich auch dafür sorgen, dass man auch Zeit schafft, um etwas anderes zu tun, als nur über die Arbeit zu reden. Und das wäre dann hier ein solches Beispiel. Oder aber, manche Firmen machen das bereits, die halt sagen, nee, wir haben jetzt hier GitLab, typische Internetfirma, die sagen, wir haben natürlich jeden Tag mehrere Social Calls. Wir treffen uns da einfach. Wer mal mit seinen Kollegen reden möchte, die er ja während der Arbeit nicht sieht, es gibt feste Termine. Könnt ihr euch treffen. Niemand muss da hinkommen, aber wer Lust hat, mit den Kollegen zu reden, der kann halt hier Monday and Wednesday at 11 p.m., 6 a.m. und 3 p.m., je nachdem, nach welcher Zeitzone man eben ist. Aber da sind die Kollegen auch online, kann ich mit denen unterhalten. Und das ist genau der Punkt, den man hier brauchen wird, wenn man eben sagt, nur weil ich sage, ich habe ein Homeoffice, heißt das eben nicht, dass ich da nur arbeite, denn in einem echten Office arbeite ich ja auch nicht nur. Klar, treffe ich mal auf dem Flur irgendwelche Leute, rede ich an der Kaffeemaschine oder schicke ich mal ein peinliches Bildchen irgendwie rum, was ich zeigen möchte. Und das muss natürlich im Homeoffice genauso nachgebaut werden. Und das kann ich mit den Mitteln machen, die da sind. Oder ich kann halt neue Tools irgendwie einführen, die mir das in der Zukunft ermöglichen. Also das wäre hier eine Möglichkeit. Und der interessante Punkt ist der, an dieser Stelle, dass im Homeoffice zu arbeiten, fällt den meisten Leuten vergleichsweise leicht. Das zeigen die Zahlen zumindest. Diejenigen, die das größte Problem haben mit dem von zu Hause arbeiten, das sind die Vorgesetzten. Die Vorgesetzten. Und zwar nicht die echten, die Chefs ganz oben, denen ist das egal. Aber die direkten, so das mittlere Management hat anscheinend ein großes Problem damit, nicht mehr sehen zu können, was machen denn die Leute eigentlich. Es fehlt die Kontrolle. Und das setzt natürlich diesen mysteriösen Gedanken auf, dass Leute früher, wenn sie im Büro sind, immer nur ernsthaft arbeiten, von morgens bis abends. Und jetzt sehe ich hier Kopfschütteln, lauter Büroarbeiter. Natürlich arbeitet niemand von morgens bis abends im Büro. Da gieße ich meine Blumen oder Ähnliches. Und oder aber, meine ich, wer das von früher noch kennt, den Boski in alter Software, wenn ich irgendein Computerspiel spiele und ich sehe, der Chef kommt vorbei, drücke ich auf F10 und dann taucht sowas auf. Also heute was anderes, aber dann kann ich, nee, ich arbeite, Chef, ganz ehrlich, hier, ganz viele Zahlen, sieht voll gut aus. Also ganz ehrlich, natürlich findet im Büro alles Mögliche statt, auch Arbeit. Aber zu behaupten, dass immer gearbeitet würde, das ist natürlich vollkommen übertrieben. Aber den Leuten ist das wichtig, den Vorgesetzten. Und das führt dazu, spannende Folge der aktuellen Pandemie, die Verkaufszahlen von Überwachungssoftware, die gehen durch die Decke. Also wir haben tatsächlich, ich habe hier mal sowas mitgebracht, es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die Überwachungssoftware anbieten, die auch ganz klar damit werben und sagen,
alle PC-Aktivitäten aufzeichnen. Unsichtbar. Kontrolle der Nutzung von Kindern und Angestellten. Ist ja fast das Gleiche. Gut, das Produkt heißt ja noch Orwell Monitoring. Finde ich einen gewagten Namen. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob die es echt nicht besser wussten. Aber es gibt eine ganze Reihe von Software, die mir als Vorgesetzten ermöglichen, meine Mitarbeiter lückenlos zu überwachen. Die machen dann zum Beispiel alle 5 Minuten ein Foto mit der Kamera, um zu sehen, sitzt der echt vor dem Rechner oder hat er die Maus in den letzten paar Minuten bewegt, wird voll protokolliert. Ist nach deutschem Recht ohnehin ein bisschen fragwürdig. Das ist jetzt ja extra eine deutsche Firma rausgesucht. Aber die Probleme sind eher, dass Leute, das Vorgesetzte sagen, ich weiß nicht, wenn ich meine Angestellten nicht mehr sehe, das mit dem Homeoffice ist mir alles ein bisschen suspekt. Die sitzen bestimmt nur zu Hause und gucken Netflix. Das ist so ein bisschen die Unterstellung an der Sache. Ob das stimmt, ist natürlich die viel spannendere Frage. Absolut. Ich glaube, das würden hier alle sofort zustimmen, wenn man sagt, das ist das. Ein Vorgesetzter, der darauf das machen muss, ist sicherlich kein sehr guter Vorgesetzter. Aber nun gibt es halt in jedem Level eines Unternehmens gute und schlechte Menschen. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Und das ist halt ein aktueller Auswuchs. Und ich glaube deswegen, dass die größte Änderung für uns jetzt halt sein wird, nicht plötzlich im Homeoffice zu sein. Das sind wir sowieso alle, wo es eben geht. Sondern, dass die Strukturen in Firmen lernen, damit umzugehen. Und dazu gehört in der Tat genau, was Sie sagen, die Frage, was ist ein Arbeitsergebnis? Ist ein Arbeitsergebnis, dass jemand 8 Stunden da war? Lange Zeit war das eben so. Nur wer im Büro ist, der zählt. Jemand, der nicht im Büro ist, kann ja nicht ordentlich arbeiten. Dass man natürlich sagen müsste, ich muss zu einem ergebnisorientierten Leistungsprofil sein. Das Ergebnis zählt. Dazu zählt ja auch, und das ist gerade in Deutschland echt schwierig, wenn jemand sagt, okay, du kriegst einen Heimarbeitsplatz, aber du musst von 8 bis 15 Uhr arbeiten, weil das sind die Kernzeiten, da musst du arbeiten. Was ist denn, wenn jemand dann sagt, ja, ich kann aber nach 15 Uhr besser arbeiten? Oder ne, meine Kinder sind noch da, ich kann viel besser nach 22 Uhr arbeiten. Auch die Rechtslage ist dann schwer, weil dann jemand sagt, naja, aber was ist denn mit der Berufsgenossenschaft? Arbeiten nach 22 Uhr, geht das denn? Dann müssten alle bitte auf allen Ebenen sagen, das Ergebnis zählt. Wann das genau gemacht wird und wie lange du dafür brauchst, ist nicht mehr mein Problem. Aber natürlich ist mir auch klar, dass das zu einer gewissen Entgrenzung führen kann. Dass man Leute einfach sagt, du arbeitest jetzt so lange, bis das fertig ist. Also das hat ja auch eine negative Seite. Das muss auf beiden Seiten besser sortiert werden. Auch die Arbeitsgesetze kommen da genau mit rein. Also gerade in Deutschland wird ja gerne viel reglementiert. Auch solche Fragen wie, was mit der Versicherung? Bin ich im Homeoffice denn versichert, wenn ich da irgendwie von der Kaffeemaschine ausrutsche? Gibt es ja alles schon Fälle dafür. Also deswegen, da muss sich vieles ändern. Da bin ich aber deswegen sehr zuversichtlich, wenn dieses Ganze von zu Hause arbeiten, ist ja eigentlich nicht von zu Hause arbeiten, sondern eigentlich, und das haben wir jetzt ja mehrmals gesehen, das ist ja eigentlich, it's not working from home, it's living at work. Das ist eigentlich eine bessere Beschreibung. Und das zeigt ja auch, es kann nicht darum gehen zu sagen, dein Zuhause ist dein Arbeitsplatz, benimm dich wie am Arbeitsplatz, sondern Arbeitsplatz und Zuhause wachsen hier zusammen mit den genannten Vor- und Nachteilen. Und da kann auch schon mal ein Kind durchs Bild laufen bei einer Videokonferenz. Das kann man eigentlich viel besser sagen. Das, was hier am spannendsten ist, was, glaube ich, auch in Ihre Richtung gehen dürfte, dieses von zu Hause arbeiten, wenn man sagt, ist das denn auch, macht das denn Sinn, darf ich das denn auch wirklich tun, ist ein Homeoffice, heißt das wirklich nur, aber hast du vielleicht Leben auf der Arbeit, all diese Dinge,
Und dann ist wahrscheinlich die beste Zahl, die man jedem vorzeigen sollte, und da kann sich jeder daraus lesen, was er möchte, ist diese hier. 48,5 Minuten. So viel arbeiten Menschen im Homeoffice mehr. Von ganz alleine. Also, genau, das sollte auf Dauer nicht so sein. Und dann kann man sagen, liegt das jetzt daran, dass die Leute einfach nicht fertig werden? Aha, Homeoffice ist doch nicht gut. Oder daran, dass sie sich mehr reinhängen, weil sie zeigen wollen, zu Hause geht es auch. Bitte nimm mir das nicht wieder weg. Nee, pro Woche. Wir wollen, das, genau, berechtigte Frage. Pro Woche, nicht pro Tag. Sonst, das wäre beeindruckend, aber ganz so schlimm ist es nicht. Aber trotzdem, das ist ja eine Stunde pro Woche. Das, wenn man sagen würde, wir wünschen uns eine Stunde mehr Arbeit pro Woche, kriegen Sie niemals durch, ohne Streik. Also von daher, das ist eine Menge. Aber nochmal, niemand weiß, woran das genau liegt. Das kann jetzt auch daran liegen, dass Leute eben sagen, ich arbeite jetzt einfach mal mehr, damit mein Chef sieht, das macht, damit er mir das Privileg nicht wieder wegnimmt. Nur genau das ist der Punkt. Das Homeoffice ist, ist kein Privileg, sondern ist einfach das neue Normal. Immer mehr wird halt von zu Hause gemacht. Wir müssen schauen, wie wir damit wirklich umgehen. Genau, die arbeiten auch meistens mehr als ihre Teilzeit, werden nur zur Hälfte bezahlt. Natürlich, Teilzeitkräfte sind dafür berüchtigt oder wissen das irgendwann sehr genau, wie das ist. Also deswegen, das wird die größten Änderungen ausmachen. Wenn wir von zu Hause arbeiten, und das scheint ja mehr zu werden, dann arbeiten wir, zumindest bis wir uns umgestellt haben, erstmal mehr. Mal sehen, ob das so bleibt. Andererseits, alle sind sehr glücklich damit. Das ist also egal, wen man fragt. Alle sind im Homeoffice sehr glücklich. Die einzigen, die unglücklich sind, und das wird gerne übersehen, und das ist die nächste Zahl, die Hersteller von Büroutensilien und anderem, die haben in diesem Jahr 25% Verlust gemacht. Also Aktienkurse, Verkaufszahlen, also Firmen wie 3M, die Post-its herstellen oder andere. Büroutensilien werden weniger, ist ja auch klar, wenn niemand mehr im Büro ist, wer braucht noch Büromaterialien? Und dann ist ein Viertel Umsatzverlust schon eine ganze Menge. Also eine Folge des Homeoffices ist auch, geringere Verkaufszahlen und Utensilien. Und darauf wird auch bereits reagiert. Schon jetzt zum Beispiel die neue Leitz-Kollektion. Weil Leitz sagt, naja, ihr wollt bestimmt die langweiligen grauen Ordner nicht in euer schönes Homeoffice stellen. Wir verkaufen euch ab sofort bunte Ordner. Gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ist eine ganz klare Folge der aktuellen Pandemie. Es gibt viel, viel schönere Büroutensilien, die zu ihrem Heimdekor passen. Genau, wenn jetzt hier, was ist denn mit den Kosten des Homeoffice? Und Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn ich plötzlich zu Hause arbeite, habe ich natürlich eventuell höhere Kosten durch Strom oder Heizung, das ich sonst nicht gehabt hätte, wenn ich nicht da wäre. Andererseits, wenn Sie natürlich sagen, ich muss jetzt nicht ins Büro fahren, das kostet ja auch nicht jede Menge Geld und Zeit. Also es ist sehr schwer auseinanderzuhalten, was da tatsächlich so dabei rauskommt. Ist sicherlich vom Einzelfall abhängig, aber ich würde mal vermuten, dass ich das, wenn ich die Waage dann zumindest, weil Benzin ist dermaßen teuer und ein Auto so unterhalten, dass man sagt, das bisschen Heizung. Oder wenn Sie Fahrrad fahren ansonsten, sowieso viel besser, dann haben Sie den Vorteil nicht. Dann sind Sie ein lobenswerter Mensch, aber leider in dem Moment haben sie echt den Kürzeren gezogen. Wenn man sagt, die Kosten waren früher schon gering, ich fahre nämlich Fahrrad und jetzt habe ich trotzdem noch die Heizkosten zu Hause. Auch da wird man sicherlich Lösungen finden müssen. Dann kann man das von der Steuer absetzen, was man ja mit den Fahrtkosten auch schon machen kann. Und da gibt es ja Überlegungen. Man sagt, im nächsten Jahr Steuererklärung, kann ich ein Homeoffice absetzen, solche Tage. Wird sich sicherlich was ergeben, aber ja, das muss man gegenrechnen. Und dieser Punkt der Finanzen ist sicher auch ein ganz wichtiger. Wenn ich jetzt hier gesagt habe, die Firmen wie Leitz stellen sogar schon die Produktpalette um, damit sie noch ein bisschen was an Geld verdienen. Weil im Homeoffice ist wahrscheinlich eher virtuelle Ordner oder online, kein Papier mehr. Auch so ein Trend.
Schon seit Jahren wird das papierlose Büro versprochen. Jetzt kommt es wahrscheinlich echt, weil ich die Akten halt nicht schleppen kann. Ich bin eben nicht zu Hause oder ich kann nicht ins Büro fahren, die Akten holen. Also müssen die plötzlich papierlos sein. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich das papierlose Büro. Wäre ja auch mal gut. Aber das Büro ist ja nicht nur etwas, wo man jetzt arbeitet. Klar, wer bisher einen Job hatte, der ist jetzt im Homeoffice. Cool. Ich weiß, wie es geht, ich kenne die Kollegen. Dann trifft man sich halt virtuell. Oder, Stichwort Hybrid, geht nur noch einmal in der Woche ins Büro, trifft da vielleicht jemanden. Die Frage, die sich aber immer mehr stellen wird, ist jetzt, was ist mit den Leuten, die noch nicht in der Firma arbeiten, die jetzt anfangen? Wie kriege ich einen neuen Mitarbeiter, der die Firmenkultur nicht kennt, der nichts weiß, den ich gerade eingestellt habe, oder einen Azubi, was mache ich denn mit dem? Also das Onboarding, wie es so schön heißt. Wie kriege ich neue Leute da rein? Und das ist natürlich auch dann die nächste Frage hier. Und dann, ja, dann gibt es solche Webseiten mit non-cheesy Teambuilding-Tipps. Es gibt also die abstrusesten Ansätze. Keiner weiß bisher genau, wie man das machen könnte. Auch da wird es wahrscheinlich, ich sehe das schon bei vielen Firmen, auf Hybrid hinauslaufen. Man sagt, neue Mitarbeiter treffen sich erstmal in echt. Natürlich mit Abstand und so weiter, aber wir lernen uns in echt kennen. Aber wenn man erstmal im Unternehmen drin ist, dann kann das auch virtuell sein. Und das könnte ja in Zukunft auch als Konsequenz haben, wenn eine Firma zunehmend vom Homeoffice aus geführt und alles wird, müssen meine Mitarbeiter eigentlich überhaupt von hier sein? Ist dann ja gar nicht mehr so dringend notwendig. Das heißt, ich könnte doch zumindest dann sagen, dann kann ich, wenn ich jemanden suche, und viele Firmen suchen ja dringend Mitarbeiter, dann kann ich zumindest in ganz Deutschland suchen. Ist mir doch egal, wo jemand wohnt. Wenn er nicht aus Chemnitz weg will, bleibt er halt in Chemnitz. Kommt vielleicht einmal im Monat nach Bielefeld ins Büro oder wie auch immer, je nachdem, was die Deutsche Bahn so macht. Oder ich ziehe sogar noch größere, ich kann sagen, ich kann auch ausländische Mitarbeiter einstellen. Der kann manchmal auch in Delhi arbeiten. Das ist dann sicherlich noch eine ganz andere Menge, aber vom Prinzip her wird das auch die nächste Konsequenz sein, wenn Leute von zu Hause arbeiten, dann kann das zu Hause eigentlich überall sein. Ich muss dann nicht mehr und bin nicht mehr auf das Lokale beschränkt, mit allen Vor- und Nachteilen an der Stelle. Bitte, was haben Sie gesagt? Das wäre eine spannende Frage. Was ist mit dem Gehaltsgefüge? Auch das hängt damit dran. Wenn ich sage, ich stelle jetzt Leute aus Chemnitz ein, das geht gerade noch. Die haben vielleicht ein paar Prozent weniger. Je nachdem, am besten eigentlich gar nichts in Deutschland. Aber was ist, wenn ich jemanden aus Delhi einstelle? Kriegt er das gleiche Gehalt? Dann hat er einen sehr, sehr guten Job. Oder zahle ich dem dann das Gehalt, was in Delhi üblich ist? Ist das denn fair? Dann habe ich komplettes Outsourcing. Das ist ein ganz anderes Thema. Also muss man da schauen, was da mit dranhängt tatsächlich. Und es ist ja nicht nur, und deswegen komme ich drauf, weil es gerade großes Thema war tatsächlich, in der Presse, nicht nur, wie stelle ich neue Leute ein, was mit den Weihnachtsfeiern? Also ganz, ganz viele Firmen machen sich tatsächlich Sorgen, können wir unser Personalklima noch aufhalten, wenn wir keine Weihnachtsfeier machen können? Das ist eine ernsthafte Frage. Eine Weihnachtsfeier vor dem Rechner ist dann halt doch nicht ganz dasselbe. Also was kann man da für Lösungen finden, um Leute einzubeziehen? Ein Vorschlag war, man könnte ja vielleicht Keksrezepte rumschicken und dann gemeinsam backen vor dem Rechner und sich dabei zugucken. Wir werden mal sehen, was draus wird, aber in der Tat, das sind so Details, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, man arbeitet halt von zu Hause. Klar. Aber was ist mit dem ganzen sozialen Kram, der ja so wichtig ist, behaupte ich ja hier ständig, stehe ich auch dazu. Und dazu gehören natürlich auch die Firmenweihnachtsfeiern, die dann einfach nicht mehr in der Form möglich sind. Und das heißt natürlich auch, und dann wird es wirklich wieder groß an den Sachen, wenn immer weniger Leute ins Büro gehen und von zu Hause arbeiten, braucht es überhaupt noch Büros? Das ist natürlich nichts, was man mal so eben umstellt. Die Immobilienbranche ist ja nun mal ein bisschen langsamer. Aber ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht,
Tatsächlich ist im Jahr 2020 sind 50% weniger an Gewerbeimmobilien vermietet worden. Das heißt, ganz, ganz viele Firmen haben halt gesagt, wir mieten natürlich keine neuen Büros mehr an. Ganz im Gegenteil, wir vergiss die Mietverträge, wir gehen da einfach raus, wir brauchen den Platz nicht mehr. Das heißt, wenn sich das dauerhaft durchsetzt, und derzeit sieht es halt danach aus, weil es eigentlich allen Leuten sehr gut gefällt, dann werden wir in Zukunft weniger Bürogebäude und sowas brauchen. Weil ich eben immer nur, wenn immer nur ein Teil der Leute da ist, wenn überhaupt, kann ich mir ja die Bürogebäude sparen. Mhm. Genau, gleich wieder die Gegenfrage ist perfekt formuliert. Kann ich dann nicht den Platz für privaten Wohnraum nutzen, den wir ja tatsächlich alle brauchen? Das heißt, die Frage ist eigentlich jetzt unbeantwortet, wenn man sagt, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich Gewerbeimmobilien nicht mehr in der Form brauche, wenn Leute von zu Hause arbeiten und nur immer ein Teil der Belegschaft ins Büro kommt, dann kann ich auch sagen, kann ich den Raum für was anderes benutzen. Wäre ja dann durchaus denkbar. Dieser Wandel ist natürlich absolut längerfristig. Ist klar, einen Mietvertrag kündige ich nicht mal eben so, ein neues Gebäude baue ich auch nicht mal eben und aus einem Bürogebäude Wohnung zu machen, ist ja auch nicht über Nacht gemacht. Aber wenn man diesen Wandel jetzt ansetzt, und dann, das wäre sicherlich die positivste Entwicklung, die überhaupt Sachen sein könnte, wenn man sagt, man hat plötzlich Platz für andere Dinge. Was halt viele Firmen tun, und das merkt man jetzt schon, wir sagen halt, okay, wir haben nur noch den Raum, den brauchen wir nicht mehr so dringend. Wir nehmen halt Coworking Space und sowas. Das heißt, geht ja in beide Richtungen. Ich als Firma kann halt sagen, ich miete nur kurzfristig Bürofläche an, wenn ich sie brauche. Und andersrum, wenn ich halt im Homeoffice merke, mir fällt die Decke auf den Kopf. Oder, ja, meine Frau ist auch im Homeoffice, wir beide zusammen, das geht nicht gut. Oder die Kinder sind da. Kann ja alles sein, dass man dann sagt, dann miete ich mir halt tageweise oder kurzfristig einfach vielleicht wie Airbnb für Büros. Hier ist es halt Independesk, gibt ja diverse Anbieter dafür, dass ich einfach dann Bürofläche bei Bedarf bekomme. Dann überlege, heute gehe ich mal dort, morgen mal dorthin, je nachdem, ob ich was Repräsentatives brauche oder was Ruhiges. Könnte auch interessant werden, wenn man in Zukunft eben sagt, ich geht dahin, wo gerade was ist, wenn ich den Bedarf habe. Vielleicht brauche ich mal 4 Wochen lang gar nichts, da ist zu Hause okay, aber jetzt fangen die Sommerferien an, die Kinder gehen nicht in die Schule, ich nehme mir ein Büro für 4 Wochen. Sowas in der Art. Das ist absolut dann eine denkbare Variante. Und welche Ausmaße das hat, nur als Zahl. Wir kennen ja vielleicht Pinterest, große Firma. Pinterest wollte gerade ein neues Bürogebäude beziehen. Die haben das hochgezogen, beziehungsweise gemietet. Und die haben jetzt gesagt, das brauchen wir nicht. Wir kündigen den Vertrag. Wir zahlen mal eben 89,5 Millionen Vertragsstrafe. Das ist immer noch billiger, als in dieses scheiß Gebäude einzuziehen. Wir haben sowieso keine Mitarbeiter, wenn die da rein müssen. Wir sind sowieso alle zu Hause. Also sehr, sehr viele Firmen sind bereit so weit, dass sie sagen, das lohnt nicht. Wir machen das nicht mehr. Wir mieten weitaus weniger Bürofläche. Vielleicht nur noch eine Zentrale, ein repräsentatives in Frankfurt einverstanden, aber die ganzen kleinen Zweigstellen, wo wir irgendwie ein Büro in Bielefeld hatten, wer braucht ein Büro in Bielefeld? Also dann fällt sowas eben weg. Das heißt, die Immobilienbranche, ich habe die Zahl ja gerade genannt, die wird auch sich großen Änderungen ausgesetzt sehen. Und dann ist halt genau der Punkt, den wir gerade angesprochen hatten, wenn man mehr von zu Hause arbeitet. Wenn immer mehr Mitarbeiter flexibel, vielleicht in einem Coworking-Space, in einmal die Woche ins Büro kommen, ich insgesamt weniger Fläche brauche, dann schließen sich ja mehrere Fragen an. Eine ganz wichtige Frage ist, die hier noch gar nicht gestellt wurde, aber klar, was ist mit den Leuten, die nicht von zu Hause arbeiten können? So wie sein Job hier. Geht halt nicht. Es gibt Jobs, die kann ich nicht von zu Hause machen. Und das ist ja erstmal ein bisschen unfair. Tatsächlich, Stichwort unser K, diejenigen, die einen Bürojob haben, für die ist die Situation derzeit vergleichsweise gut. Denn dann mache ich halt Homeoffice, fahre nur gelegentlich ins Büro, aber insgesamt habe ich keine großen Probleme damit.
Ja, es nervt vielleicht ein bisschen zu Hause, wenn der Partner da ist, aber insgesamt, Homeoffice ist eine coole Erfindung für Büroarbeiter. Nein, sind sie nicht. Sie haben völlig recht. Also verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich würde auch sagen, soziale Kontakte und sowas sind wichtig. Die sind auch sind nicht eins zu eins übers Netz reproduzierbar. Auch nicht nur für uns alte Säcke, sondern auch junge Leute. Ganz ernsthaft, das ist schon wichtig. Deswegen, die allermeisten Firmen, weil wir gerade bei dem Thema sind, die allermeisten Firmen sagen natürlich auf gar keinen Fall, lass uns das abschaffen. Also lass uns das Geld komplett sparen. Sondern natürlich wird man weiterhin Büros brauchen, nur eben für seltenere Treffen. Ich bin halt in unregelmäßigen Abständen da oder nur einmal die Woche. Aber der soziale Kontakt, also das mit dem Flurfunk, allem was dazugehört, absolut. Da sind, glaube ich, auch die allermeisten Leute einig. Also auch viele Firmen, die gesagt haben, wir fangen hier virtuell an, wir sind voll modern, wir haben unsere Mitarbeiter überall. Auch die machen ganz oft regelmäßige Treffen. Dann eine Woche irgendwie auf Bali ist ein Gimmick für die Mitarbeiter, aber man kann sich auch persönlich kennenlernen. Also der persönliche Teil, das merkt man jetzt auch ganz besonders, vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Selbst der früher sagte, ich finde sowieso alle Menschen doof, merkt vielleicht jetzt, na ganz ohne ist vielleicht doch nichts. Also lass uns einen Mittelweg finden, eine hybride Lösung. Man kann viel von zu Hause machen, man kann sehr effektiv von zu Hause arbeiten oder in einem Coworking Space, aber ganz darauf verzichten, nein, ich glaube, das möchte niemand so ernsthaft. Also da würde ich Ihnen dann, würde ich sagen, kann ich Sie beruhigen, das ist nicht das, wo die meisten Firmen und Ähnliches hinwollen. Trotzdem aber bleibt ja das, was eben gesagt wurde, es wird Platz frei an vielen Stellen, weil der ist nicht mehr so groß, der Bedarf, weil es eben sich verlagert hat. Gleichzeitig gibt es aber Jobs, die haben das Pech, sagen, die gehen nicht virtuell. Und da gerade die systemrelevanten, von Krankenpflegern über Ärztinnen, die können halt nicht von zu Hause arbeiten oder nur sehr selten und schwierig. Aber dann wäre ja ein weiterer, und das klang ja eben auch an, anderer netter Nebeneffekt, wenn der ganze Büroraum nicht mehr gebraucht wird, kann man dann vielleicht Wohnraum draus machen, dass die Städte, die ja derzeit wahnsinnig beliebt sind, und sagt, jeder will in der Innenstadt irgendwie wohnen, kann sich aber kaum einer leisten, weil aufgrund der vielen Büro, da nur Firmen können sich das leisten, in so einer, mitten in Frankfurt zu wohnen oder etwas zu tun. Für normale Menschen, Wohnung geht einfach nicht. Und wenn die frei würden, die Fläche, und man macht daraus mittel- und langfristig Wohnraum, dann hätte das ja sehr, sehr nützliche Konsequenzen. Denn dann würden natürlich auch durch mehr Angebot die Preise sinken, dann könnten die systemrelevanten Krankenpfleger mit ihrem Applaus sich sogar eine Wohnung leisten, an dem Ort, wo sie vielleicht auch arbeiten, was natürlich eine super Sache wäre. Die Innenstädte würden eine ganz andere Belebung erfahren, denn jetzt ist ja die Innenstadt nachts auch langweilig, weil da die ganzen Büroarbeiter zu Hause sind. Also das wäre, da hoffe ich da tatsächlich drauf, der schönste Ausgang des Ganzen, dass tatsächlich ein Wandel auch der Innenstädte stattfindet. Und interessanterweise, so ein Wandel des Raumes, der beginnt ja jetzt bereits. Und kann man ganz niedlich sehen, der Wandel des Raumes, der beginnt ja zurzeit vor allem mit gelben Klebestreifen. Es werden ja ständig irgendwo Zonen abgesperrt und Ähnliches. Das heißt, wir sind ja so langsam dran gewöhnt, dass man sagt, wo kann man irgendwas machen? Und das ist ein anderer Effekt der derzeitigen Situation, dass alles findet zu Hause statt. Gleichzeitig wird der öffentliche Raum interessant reglementiert. Nämlich sagt, du darfst hier nicht so nah ran. Und ich nehme an, die Hersteller von Absperrband haben ein super Jahr. Und Klebebändern. Und diese Änderung des Raumes, die wird natürlich dann auch eben für Immobilien stattfinden, aber naturgemäß, weil immobil in einem ganz anderen Zeitrahmen. Ich glaube aber, dass das, was da jetzt angestoßen wurde, nicht rückgängig zu machen ist. Auch der ganze Homeoffice-Trend ist jetzt ja spannend zu sehen. Jetzt machen das alle. Und sollte das Ganze, die Pandemie jemals vorbei sein, geht das zurück? Glaube ich nicht.
Denn erstens, alle sind sehr glücklich im Homeoffice. Also eigentlich, egal wen man fragt, jeder möchte das beibehalten. Egal, es gibt Umfragen ohne Ende. Die Mehrheit aller Beteiligten sagt, ich finde das gut. Ich möchte das in Zukunft weiterhin behalten. Sicherlich nicht vollständig, hybrides Modell, aber ich möchte mehr als vorher im Homeoffice arbeiten. Und ganz viele Firmen haben gesehen, selbst die, wo es hieß, auf gar keinen Fall, werden wir niemals einführen, will ich nicht, ging dann plötzlich doch. Höre ich von so vielen Leuten, die sagen, bei uns hieß es immer, der Chef sagt, kein Homeoffice, ihr kommt ins Büro. Das geht nicht. Jetzt ging es plötzlich doch. Das kriegen sie nicht zurückgedreht. Vor allem, weil auch beeindruckende Investitionen getätigt worden sind in Hardware, Software, Systeme, Überwachungssoftware. Blödes Beispiel. Da ist jede Menge Geld ausgegeben worden. Das schreibe ich noch nie nach einem Jahr in den Wind. Also dieser Trend, behaupte ich, ist unumkehrbar. Und das ist auch eine schöne Sache. Oh, Entschuldigung. Ich drehe es mal hoch. Kann man es besser hören? Danke für den Hinweis. Genau. Ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht, aber dann stürzt gleich jemand aus der Regiekabine runter und reißt es mir vom Kopf. Alles gut. Also deswegen, die Transformation, die hat hier schon begonnen. Davon wird vieles permanent sein. Das kann man ja auch als positive Änderung sehen. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit über die Arbeit geredet. Und das ist natürlich das, was die meisten von uns natürlich täglich auch machen. Ist halt so. Aber das ist ja nicht das Einzige, was passiert. Es gibt ja auch noch andere Dinge. Und tatsächlich gibt es ja auch noch Freizeit. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Und beim Thema Freizeit, also Ärzte gibt es auch noch, habe ich mal mit reingenommen. Einfach, weil ich es zeigen wollte. Ja, es gibt auch Videosprechstunden und Krankenschreibung, aber wie gesagt, ob sich das durchsetzt, bin ich wiederum fraglich. Ich glaube, es liegt an meinem... Ja, genau. Ich nehme jetzt mal meinen Kragen runter, der müsste besser sein. So. Ich habe mich zu viel bewegt. Ich versuche jetzt nicht mehr zu bewegen. Das ist schade. Aber deswegen, Videosprechstunden, andere Dinge, die gibt es natürlich, die wird es in Zukunft mehr geben. Krankschreibung ist ja auch erlaubt, solche Dinge, aber ist nichts. Ich glaube, das ist etwas weniger spannend. Deswegen habe ich es mit reingenommen. Es gibt sowas. Das ist übrigens eine schwedische Firma, deswegen wird man auch geduzt. Aber mal gucken, das so. Die spannendere Frage ist eben eher, was mit dem Freizeitbereich. Und da machen sich Leute tatsächlich Sorgen. Wie zum Beispiel Steven Spielberg, der halt sagt, ich finde schon, dass Leute das Haus verlassen sollten. Sie sollten die Möglichkeit haben, das Haus verlassen zu dürfen. Und mit anderen zusammen Filme zu sehen, zu lachen, zu weinen, das ist alles voll wichtig. Ich hoffe doch sehr, dass das Kino für unsere Zeit relevant bleibt. Interessanterweise hat er das schon 2019 gesagt. Also auch hier wieder Stichwort Katalysator. Das hat schon vorher angefangen. Wir haben schon vorher immer mehr Zeit zu Hause verbracht, immer mehr Sachen auf Netflix geguckt und nicht im Kino. Und deswegen hat Corona das Ganze natürlich nur ein bisschen beschleunigt, aber in vielen interessanten Varianten. Gucken wir mal, was wir da alles finden können. Ich hoffe, es klappt jetzt hier so. Müsste aber gehen. Das prominenteste Opfer von Corona, der neue Bond-Film, wird jetzt bereits seit einem halben Jahr verschoben. Und wird immer weiter verschoben, hat bis heute keinen Veröffentlichungstermin. Und da hängt eine Menge dran. In den USA haben jetzt schon mehrere Kinoketten gesagt, ach, wisst ihr was, wir machen einfach komplett zu. Wir hatten gehofft, dass Bond uns irgendwie weiterbringt, noch ein bisschen Geld bringt. Jetzt kommt kein Bond, wir machen den Laden dicht. Also mehrere tausend Kinos in den USA sind bereits geschlossen. Lohnt sich einfach nicht mehr. Letztes Gerücht ist, der neue Bond-Film wird von Apple gekauft und nur bei Apple TV Plus gezeigt. Mal sehen, was draus wird. Dann gucke ich es halt nur noch auf meinem heimischen Fernseher. Also in dem Moment im Kino wird sich was ändern. Deswegen, vielleicht kauft Apple James Bond. Andere Filme sind gar nicht erst ins Kino gekommen. Okay, das wusste ich noch nicht, aber danke, dann nehme ich das mit auf. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand sagt, ich tue, weil Bond ist ja fertig. Ich meine, sie schmeißen den weg. Okay,
Weil ich meine, ich glaube, der Preis war irgendwie 800 Millionen. Das ist ja für Apple nur Taschengeld. Das wäre ja kein Problem. Aber wir werden sehen, was draus wird. Aber das ist jetzt genau der Punkt an dieser Stelle. Stichwort Streaming. Andere lang erwartete Filme, die ins Kino kommen sollten, die kommen dann wirklich nur ins Streaming. Dass es dann heißt, ihr wollt Mulan gucken? Okay, gibt es nur bei Disney Plus. Aber gegen extra Geld. Also wer Mulan gucken will, anstatt zahlt, ich glaube 21,99 und kann das zu Hause gucken. Vielleicht ist das die Zukunft. Wenn man sagt, die Filme werden produziert, aber werden dann halt einzeln verkauft. Aber dann eben richtig teuer, du willst sie zu Hause gucken können, dann kostet das Gucken so viel wie eine Kinokarte. Andererseits, das Popcorn ist weitaus günstiger. Also letztendlich für mich als Nutzer ist es immer noch eine ganze Ecke billiger. Also Mulan gibt es nur im Disney Plus Abo gegen extra Geld. Eine weitere, was passieren könnte. Oder aber, da bin ich sehr neugierig, der neue Pixar-Film dagegen, der kommt auch im Dezember, der kommt frei auf Disney Plus. Das heißt, er ist fürs Kino produziert, aber statt ins Kino kommt er einfach zu Disney Plus. Jeder, der ein Disney-Abonnent ist, für diese, 6,99 im Monat, kann das da gucken. Das heißt, derzeit sucht die ganze Unterhaltungsbranche nach Methoden und Modellen, wie man in der Zukunft Unterhaltung produzieren kann. Kostet die dann immer noch einzeln? Sind die Teil von irgendwelchen Abos? Oder in welcher Form werden die rausgebracht? Und da gibt es die wildesten Varianten. Nur Kino wird es wahrscheinlich nicht sein. Es gab ja vor einigen Wochen auch Tenet als aktuellen Film von Christopher Nolan, der war ja auch lange Zeit erwartet worden. Ich habe da mal nachgeguckt, hat ein Budget von 200 Millionen Dollar Produktionskosten. Dazu kommen noch 200 Millionen Werbungskosten, so zum Bekanntmachen. Der ist ins Kino gekommen vor einigen Wochen, weil Christopher Nolan das so wollte und hat bisher lächerliche 200 Millionen Dollar eingespielt. Also bisher ein dickes Verlustgeschäft. Also Kino ist derzeit keine Option, weil gehen da nicht genug Leute hin. Und deswegen mal schauen, welche andere Variante sich da durchsetzt. Aber wir werden wahrscheinlich, tut mir leid, Steven Spielberg, in den nächsten Monaten erstmal nicht mehr ins Kino gehen. Ich glaube, das ganz vorsichtig, passiert hier tatsächlich nicht. Genau, das am Gucken mangelt es nicht. Die Leute gucken so gerne Filme wie immer schon. Oder vielleicht jetzt noch mehr, weil man will sich ja auch ablenken von der Situation. Und die Zahlen von Netflix und Konsorten zeigen ja auch sehr deutlich, dass Unterhaltung weiterhin beliebt ist. Nur die Variante zu sagen, wir bringen das in ein großes Haus, wo man hinfahren muss und mich mit 500 Leuten anderen zusammen da hinsetzt, um das zu gucken, das wird sich vermutlich lange Zeit nicht mehr rentieren, weil nicht mehr genügend Leute sich trauen, gemeinsam in einen Saal zu setzen. Und dann ist die Konsequenz eben, dass man entweder aufhört, Filme zu produzieren, was kann ich mir kaum vorstellen, wünsche ich mir auch nicht, sondern dass man sagt, welche anderen Methoden und Finanzierungsvarianten finde ich denn? Und deswegen, meine Güte. Ja gut, Theater, jetzt könnte man sagen, die hatten schon vorher Probleme und ohne Subventionen ihre Schwierigkeiten. Auch da, als Kultur würde ich auch sagen, die gehören entsprechend unterstützt an der Stelle. Wäre schön, wenn man dann noch was fände, aber das weiß ich tatsächlich nicht, wie da die Planung ist im Kulturbereich. Aber dann im Filmbereich ist es durchaus spannend zu sehen. Sprich, diese ganze Frage, wie unterhalten wir uns in Zukunft, die ist damit ja noch offen und nicht endgültig beantwortet. Und das ist insofern spannend, und dann können wir hier mal noch mit dem nächsten Aspekt fortsetzen. Es löst sich so ein bisschen der Raum auf, weil alles ist jetzt zu Hause und ändert sich.
die Kultur ändert sich. Was sich tatsächlich auch auflöst, und das sieht man ja im Homeoffice, ich kann halt arbeiten, wann ich möchte. Nicht mehr, es muss nicht mehr 9 to 5 sein, sondern ich kann im Homeoffice viel freier bestimmen, wann ich arbeiten möchte. Und das ist diese Auflösung der Zeit, dieses, es ist egal, wann ich was mache. Ich mache es ja sowieso alleine. Ich muss ja auf niemanden Rücksicht nehmen. Das sieht man zum Beispiel auch an anderer Stelle. Natürlich. Sie haben völlig recht. Je nach. Egal, ob ich arbeite oder nicht, es muss möglich sein, insbesondere in internationalen Unternehmen, dass man einen bestimmten Zeitrahmen abdeckt, der also einfach unten in den Globus geht. Dann muss ich telefonisch erreichbar sein. Ja. Ich muss vor dem PC sitzen und arbeiten, aber ich muss dann, wenn jemand anruft, muss ich reagieren können. Ja, gebe ich Ihnen völlig recht. Dann geht das. Ja. Ja, sobald ich mit anderen Leuten zusammen, egal in welcher Form was mache, muss ich das koordinieren. Ja, das ist ganz fürchterlich. Wenn ich sage, China und Südamerika geht gar nicht. Mhm. Nein, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es gibt immer, nicht alles funktioniert überall, aber es wird halt weniger strikt zumindest. Und Sie würden ja auch sagen, ich muss das ja nicht, vielleicht nicht jeden Tag machen. Also es wird schon etwas offener, aber ja, es gibt gewisse Grenzen, die kann ich nicht ohne weiteres überschreiten. Genau, und es würde ja auch, wenn Sie jetzt sagen, mein Chef will mich erreichen, wenn ich ans Handy dran gehe, wo ich in Wirklichkeit gerade im Wald bin, merkt er ja vielleicht auch nicht mal. Also das löst dann schon ein bisschen auf. Aber trotzdem muss ich erreichbar bleiben. Also ganz ohne geht das nicht tatsächlich. Das ist insofern interessant, deswegen komme ich da drauf. So. Ja, das. Genau. Ja, aber das ist der Begriff der Entgrenzung, den ich eben genannt habe. Es kann passieren, dass man eben dann wirklich mehr arbeitet, auf welchem Grund auch immer, weil man das eben nicht anders hinbekommt oder ähnliches oder das Gefühl hat, ich muss so viel arbeiten, damit ich meinem Chef nicht irgendwie Sorgen mache oder was auch immer in der Art. Das müssen dann alle Beteiligten dann eben mittelfristig auch lernen, zu sagen, wenn ich jemanden nicht erreiche, ist das kein schlechtes Zeichen. Der macht seinen Job so, auch wenn ich ihn um die Uhrzeit vielleicht mal nicht erreicht habe, müssen eben beide Seiten lernen. Aber es wird sicherlich kein einfacher Prozess sein. Ich komme aber deswegen darauf. Genau. Auch, das gilt auch für die Familie, da man eben sagt, ob man welche Methode findet man in einer Familie, zu sagen, wenn jemand physikalisch vor Ort ist, kann ich den ansprechen oder darf ich sagen, ich darf den nicht ansprechen, der arbeitet nämlich eigentlich. Alles das muss ich da sicherlich noch sortieren. Ich sprach den, genau, oder? Nehmen wir das auch noch mit rein, wenn schon, denn schon. Deren Wandel, jetzt durch Corona katalysiert. Ich wollte grundsätzlich sagen, das ist ja jetzt kein völlig neues Phänomen, dass wir diese Verbindung haben zwischen Freizeit und Arbeitszeit, ist ja auch etwas geworden. Das haben wir ja erst seit Beginn der Industrialisierung. Wenn man jetzt, genau. Wenn das jetzt, das ist ja so
Genau, dann ich rette mal gleich da rein. Ist ja nur, ist ja relativ neu. Sie haben völlig recht. Genau. Genau, von daher würde ich. Entschuldigung, wenn ich. Ja. Genau. Ja. Nein, nein, das, da war ich auch nicht ausgegangen. Genau, wenn man das erlebt hat, wenn man das, ja, immer noch erlebt, oder immer noch erlebt, dann merkt man auch, welche Vor- und Nachteile. Ja. Der Unterschied wird ja für Sie sicherlich jetzt sein, wenn das halt flächendeckender sich durchsetzt, passieren ja ganz andere Dinge, als wenn man das eben sagt, das ist jetzt in meinem Falle ausschließlich nur so. Also von daher denke ich, ist es trotzdem noch weiterhin spannend, das mal genau wie Sie sagen. Was wird das, wir haben jetzt einen Möglichkeit, finde ich einen sehr schönen Begriff, einen Möglichkeitsraum. Was daraus wird, weiß keiner so genau. Ich komme dann nochmal darauf zurück. Da gibt es nämlich eine sehr schöne Aussage dazu. Vielleicht hier noch ganz kurz, was ich ja erwähnt habe. Vielleicht darf ich kurz dazwischen oder wir haben Zwischenfragen, das geht auch. Ja, ich darf mich kurz vorstellen, Andreas Stolte hier vom HNF. Und ich betreue so ein bisschen die Personen, die jetzt zu Hause sitzen. Denn das ist ja genau das Thema. Und wir streamen diesen Vortrag live im Internet. Das heißt, wir haben außerhalb dieses Raumes sehr viele mehr Zuschauer, Zuhörer als hier im Saal. Und die haben das Problem, die hören ihre Fragen nicht, weil sie kein Mikrofon haben, was wir aus Hygienegründen ihnen leider jetzt nicht zur Verfügung stellen können. Und deshalb die Bitte, wenn Sie eine Frage haben, kurz, präzise, Marc kann sie vielleicht wiederholen, dann haben auch die Leute außerhalb des Raumes etwas davon. Danke. Genau. Wie gesagt, es waren jetzt ja viel Einwürfe hier zwischendurch. Vielleicht können wir es hier so zusammenfassen. Das fällt schon wieder ab. Irgendwie bringe ich mich noch um damit. Aber das geht. Ich glaube, jetzt hört man mich wieder. Zumindest jetzt, halbwegs. Haha, ja, geht. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man sieht schon. Sonst rede ich ohne Mikro, das macht es leichter für mich. Diese Unterscheidung oder der ganze Teil von wegen, was löst sich alles auf, wollte ich nochmal kurz zu Ende bringen. Denn die Tatsache, dass sich die Zeit an vielen Stellen auflöst, weil es nicht mehr so wichtig ist, kann man etwa hier sehen. Das finde ich ganz nett. Ist ein fürchterliches Zitat von Gucci. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der hat gesagt, wir machen ab sofort keine Modenschauen mehr. Wir brauchen keine regelmäßigen Modenschauen mehr. Das Thema ist sowieso langweilig geworden. Wir machen das jetzt nur noch nach Bedarf. Also wir lösen die Regelmäßigkeit von all diesen Dingen auf. Das nur kurz, um mal zu sagen, es gibt wirklich Leute, die sagen, wir möchten damit aufhören, dass Dinge im zeitlichen Rahmen passieren, sondern wir lösen das auf. Oh, das ist halt eine Zwischensache an der hier. Letztendlich, um es mal zusammenzufassen, wir sind wirklich, und da würde ich Ihnen allen zustimmen, in einem Umbruchsbereich und wir bekommen derzeit, wir machen immer mehr zu Hause. Möchtest du mich hier verkabeln? Das ist bestimmt besser. Oder ich nehme das, dann tue ich das weg. Finde ich sowieso viel schöner. Ja, wunderbar. Das geht, hätten wir von vornherein machen sollen, aber das sah so cool aus mit dem kleinen Mikro hier, aber dafür bin ich nicht gemacht, ich sehe schon. Was jetzt dieser Wandel, der jetzt passiert, den gab es ja prinzipiell, der hat ja schon vorher angefangen. Also schon genau wie Sie sagten, und wie ich auch mit dem Katalysator gesagt habe, diese Wechsel, die jetzt passieren, die sind ja nicht komplett unerwartet, die bauen auf Dingen auf, die schon da waren. Man könnte das vielleicht zusammenfassen, wo wir gerade jetzt hinwandeln, damit es ein bisschen ordentlich ist, wir alle bleiben immer mehr zu Hause und zu Hause bleiben
Das hieß halt früher mal Gemütlichkeit. Wir sind zu Hause, kümmern uns um unsere eigenen Sachen. Ganz, ganz deutsch gemütlich. Nun ist gemütlich ein sehr alter Begriff, die Schriftart hier auch. Natürlich heißt das heutzutage Hygge, das ist viel schöner, weil Schwede ist ja alles besser. Der Begriff hat sich mittlerweile echt durchgesetzt. Und ich habe auch die andere Schriftart eben deswegen gewählt, was man den Eindruck, den man bekommen kann, der ist tatsächlich, was vor der Tür steht, was vielleicht auch schon vorher vor der Tür stand, was aber jetzt durch Corona enorm beschleunigt wurde, ist sowas hier. Eine richtig gute, wunderschöne Stube und man liest zunehmend den Begriff des Neo-Biedermeiers. Und auch der Begriff, der ist nicht von jetzt. Der ist tatsächlich bereits einige Jahre alt. Denn schon da waren ja die Trends sichtbar. Leute flüchten vor der bösen Welt da draußen in ihr schönes Zuhause. Cocooning war lange Zeit so ein neudeutscher Begriff, den man da benutzt hat. Immer wichtiger, wie das Zuhause aussieht. Die Welt da draußen ist böse, die will mich überwachen, all diese Dinge. Und deswegen steht... Das glauben viele und den, das kann ich teilweise unterstützen, steht uns vielleicht ein neues Zeitalter des Biedermeiers bevor. Und dann, wenn man das sich mal näher ansieht, dieses ganze Thema mit dem Biedermeier, dann findet man da tatsächlich interessante Parallelen. Biedermeier war ja, ich habe extra mal geguckt, so ab 1815 bis 1848, Deutsche Revolution, und in der Zeit des Biedermeiers, wo man sagt, das ist eigentlich wie heute. Erstmal gab es eine gigantische Katastrophe. Wir haben heute Corona. 1815 gab es den Vulkanausbruch Tambora. Größter bekannter Vulkanausbruch in den letzten 10.000 Jahren. Lass liegen. Der dazu führte, ist nicht schlimm, können Sie das liegen lassen. Alles gut. Der dazu führte, dass Asche in der Atmosphäre, Klimaänderung, es gab 2 Jahre lang keinen Sommer, Hungersnöte und so weiter. Das Jahr ohne Sommer, kann man nachgucken. Es gab zu der Zeit durchaus gegenrevolutionäre Züge. Es gab ja vorher, war ja alles so ein bisschen freiheitlicher, dann kam fürs Metternich, das ist wie Google, hat alles überwacht, Zensur und so weiter und so weiter. Spannende Zeiten eigentlich. Ich würde das Ganze nicht übertreiben. Und nein, die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind nicht die Karlsbader Beschlüsse. Aber nichtsdestotrotz kann man ein bisschen überlegen, finden wir uns derzeit einem Neo-Biedermeier, sprich benehmen wir uns so wie damals, ziehen uns ins Private zurück und werden auf uns selbst zurückgeworfen, weil wir eben nicht mehr raus können. Und da muss man nämlich sagen, das ist eine interessante Überlegung, ob dem so ist. Ob das so stimmt, wird Ihnen niemand sagen können, ich auch nicht. Welche Konsequenzen das haben wird, dann sind wir wieder bei Ihrem Einwand von eben, dieser Möglichkeitsraum, der sich eröffnet, wird sich dann auch zeigen, was sich da geben wird. Insgesamt, weil ich ja hoffnungslos positiv bin, und hoffnungslos überfordert mit der ganzen Technik hier, würde ich gerne abschließend sagen, und das, deswegen wollte ich Sie das eben nicht sagen lassen, eigentlich finde ich, ist das eine schöne Aussage. Never let a good crisis go to waste. Und nein, der Satz stammt nicht von Winston Churchill, auch immer wieder behauptet wird, das kann man nicht nachweisen, aber insgesamt, glaube ich, haben wir mehr Möglichkeiten, einen größeren Möglichkeitsraum derzeit, als wir den in den letzten Jahren hatten. Es ging uns zwar gut, niemand musste husten, aber eigentlich war alles ziemlich klar und ging immer in die gleiche Richtung. Es war alles ziemlich langweilig, wenn man so wollte. Und jetzt sind wir gezwungen, uns mit uns selber zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, wie wir in Zukunft leben wollen, was wir an Änderungen beibehalten wollen, welche alten Dinge wir zurückbekommen wollen. Ist ja gerade auf das Thema Klima bezogen durchaus spannend. Und deswegen würde ich da dieser Aussage, wer immer sie getroffen hat, auch zustimmen und hoffe,
dass das der Rest der Welt auch so hinbekommt, sagen, lass uns diese Krise, diese Änderung, diesen Katalysator, der jetzt aufgetreten ist, als Chance begreifen und das Beste draus machen. Das wünsche ich mir und hoffe, dass das so klappt. Wir werden es sehen. Bis an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Fand ich gut. War nicht immer einfach, aber trotzdem ist das ja Sinn der Sache. Vielleicht muss ich Andreas fragen, sind aber noch Kommentare von, oder da noch einer? Ich hätte es wissen müssen. Machen wir gleich. Alles gut. Vielen Dank. Genau. Jetzt kam mir gerade der Hinweis, dass, ich nehme an, Sie beziehen sich auf technische Systeme, wenn ich halt eine Videokonferenz habe, und dann ist es natürlich unter Umständen schwieriger, dass das klappt. Da habe ich ja Verzögerung und Lag, und dann kennt das jeder von einem Ferngespräch, zumindest früher. Man fällt sich halt dauernd ins Wort oder ist der andere schon fertig und so weiter. Das heißt, die Technik ist natürlich auch noch nicht an allen Stellen perfekt. Auch die wird noch besser werden. Aber ich fände es sehr verkürzt zu sagen, wenn wir nur die Technik hätten, dann wird so alles besser. Sondern das kann ja nur ein Baustein sein. Die wirkliche Änderung, die muss ja bei uns stattfinden. Und da glaube ich, dass es auch klappen wird. Ja, dann schaue. Genau, also es muss nicht nach außen gehen, eine Reise nach innen geht genauso. Auch da wieder, Stichwort Hybrid, warum muss ich das ausschließen? Ich meine, kann ich doch beides machen, das fände ich wieder mal auch da wieder am besten. Dann besinne ich mich auf mich selber, aber ich muss den Rest der Welt trotzdem nicht vergessen. Ja, das Stichwort Reise darf ich aufnehmen. Ich glaube, die Reise nach zu Hause heute Abend ist beendet. Ich schaue ja nochmal, was im Netz ist, da ist auch nochmal der Kommentar. Mindmapping ist auch nochmal hier so ein Stichwort, was gerade fällt. Dann darf ich mich bedanken bei Marc für den wunderbaren Vortrag, für den Abend, bei Ihnen, dass Sie hier ins HeinzNix auf Museumsforum gekommen sind, und bei allen draußen an den Bildschirmen. Ich hoffe, dass wir uns auf der einen oder anderen Weise demnächst wiedersehen. Danke. Genau. Dem schließe ich mich an. Ich hoffe, wir dürfen uns dann wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja.